still now I'm gasping for my life. Guten Morgen Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schaut euch mal meine Haare an. Boah, ja, aber nichtsdestotrotz, heute mein neuer Vlog und wir gehen gleich zusammen trainieren und ich nehme euch so ein bisschen mit durch den Tag und einige haben von euch gefragt, was geht eigentlich im Moment so bei dir ab? Und ihr habt so mitbekommen, es hat sich so ein bisschen was getan bei mir. Nicht nur hier körperlich, die Diät läuft auf jeden Fall. Streifen kommen langsam wieder und es geht auf jeden Fall genau in die richtige Richtung, aber ich verlängere trotzdem die Shred Challenge, weil ich noch nicht an meinem persönlichen Ziel bin. Aber mehr zu diesem ganzen Thema und was sonst in meinem Leben passiert, später. Es soll heute nicht regnen. Das bedeutet, es wird immer schlimmer, das bedeutet, wir gehen heute wieder zu Fuß ins Gym, um ein paar Schritte zu sammeln. Und ich mache mich jetzt ready und dann geht's los. So, auf dem Weg ins Gym jetzt und es ist wenig Wind, das heißt, ich kann mit euch ein bisschen quatschen auf dem Weg. Ich muss ehrlich sagen, ich habe gar keinen Bock zu laufen heute. Normalerweise geht es mir da anders, ich habe da kein Problem damit, ein bisschen zu Fuß zu gehen, aber heute irgendwie kein Bock eigentlich. Aber egal, die Schritte müssen trotzdem rein, deswegen ziehen wir es durch. Ja, was gibt es so Neues bei mir? Es hat sich so ein bisschen was verändert, das heißt ein bisschen viel vielleicht sogar. Aber so Lebensumstände und Veränderungen fühlen sich ja immer so ein bisschen komisch an. Und das ist, glaube ich, ganz normal, gerade wenn nicht nur alles davon positiv ist. Und ich habe hier ein Tattoo auf meinem Arm zum Beispiel. Thorns and Roses. Und ist ein bisschen ähnlich wie Yin und Yang vielleicht, aber Rosen zum Beispiel sind ja an sich etwas Schönes und Rosen haben aber Dornen. Das heißt, wenn man die Rose falsch anfasst, tut sie weh. Und genauso geht das im Leben halt auch. Es gibt halt Situationen, da tun manche Dinge einfach weh, wenn du sie falsch angehst. Und ich habe so ein Talent dafür, irgendwie hin und wieder Dinge falsch anzugehen. Deswegen habe ich gerade sozusagen in den ein oder anderen Lebensbereichen ein bisschen Schmerzen. Das ist auch der Grund, warum ich mich aus Social Media ein bisschen zurückgenommen habe letzte Zeit, um einfach ein bisschen ja, auf mich zu gucken. Nicht nur die ganze Zeit produzieren. Und dann darüber hinaus kam noch durch eine Kundin, für die ich eine Homepage baue. Sie meinte so, Daniel, sie sieht meine Aufgabe ein bisschen darin, etwas mehr in Richtung Persönlichkeitsentwicklung, Mindset, Spiritualität und so zu machen. Darüber habe ich mir natürlich auch dann Gedanken gemacht und gesagt, so, okay, ist es wirklich so? Muss ich wirklich mehr in die Richtung machen? Weil es schon mich öfter in die Richtung gezogen hat. Deswegen habe ich zum Beispiel auch dieses Video gepostet mit den Videos, die ich gelöscht hatte. Und die Resonanz war eigentlich ganz gut. Das heißt, vielleicht muss ich wirklich mehr in die Richtung machen. Weil sind wir mal ehrlich, wie viele Fitness-YouTuber gibt es da draußen schon. Ja, und viele dieser Fitness-YouTuber machen einen guten Job. Sind wir aber mal auch ehrlich, der Körper ist nun mal nur ein einziger Punkt auf der großen Liste, die das Leben so mit sich bringt. Klar ist ein gesunder Körper super wichtig, aber um einen gesunden Körper zu haben, braucht ihr auch einen gesunden Geist. Und ich habe das Gefühl, dass es da bei einigen hapert. Bei mir zum Beispiel persönlich auch. Und das ist aber so ein Punkt, der wird weniger behandelt oder auch ungerne behandelt. Und wenn ich zum Beispiel dich, der du jetzt zuschaust, ein bisschen in die Richtung lenke und sage, okay, guck mal, es gibt da auch noch so etwas wie Persönlichkeitsentwicklung. Es gibt noch mehr als nur einen dicken Bizeps oder ein Sixpack oder
eine gute Form. Und du schaust da so ein bisschen hin und suchst dir da so ein bisschen deine Antworten und vor allem auch die richtigen Fragen dazu, dann ist das schon mega gut. Okay, ich laufe jetzt mal weiter nach Gladbach, melde mich gleich beim Training. So, Leute, wieder zu Hause, Training geschafft und ich wollte noch das Gespräch mit euch beenden. Ich bin ordentlich am Schwitzen im Übrigen. Aber ja, wo waren wir stehen geblieben? Kurze Zusammenfassung, viel große Veränderung gerade bei mir. Ich hoffe, dass es möglich ist, dass ich das euch auch alles mal ein bisschen aufschlüssle, ein bisschen mehr erzähle, aber im Moment geht das irgendwie noch nicht. Ich möchte noch nicht so viel publik machen, aber ihr werdet es auf jeden Fall nach und nach erfahren. Wichtig ist, zu wissen, was ich mir auch bewusst gemacht habe, jetzt besonders in dieser Zeit. Deswegen ist hier zum Beispiel dieser Kompass auf meinem Arm. Egal, wo du gerade im Leben stehst, du kannst immer die Richtung ändern. Und natürlich ist da eine Vergangenheit und es gibt immer eine Vergangenheit und die kann gut und schlecht sein. Aber letzten Endes bedeutet die in Wirklichkeit nicht, weil die Vergangenheit existiert nicht mehr, die Zukunft existiert noch nicht. Das heißt, das Einzige, was du machen kannst, ist im Hier und Jetzt leben und hier im Hier und Jetzt versuchen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und genau das mache ich. Ich habe viel gelernt die letzten Wochen und viele Entscheidungen für die Zukunft getroffen die letzten Wochen. Und jetzt wird sich zeigen, wo der Weg hingeht. Aber wichtig ist, was ich euch auf jeden Fall auch mitgeben will, ihr habt immer die Möglichkeit, die Richtung zu ändern. Ihr seid kein Baum, der irgendwo festgewachsen ist und für immer und ewig da stehen bleiben muss, außer er wird von fremden Leuten umgepflanzt, sondern ihr seid Menschen. Ihr könnt euch bewegen, ihr könnt euch verändern, ihr könnt alles in eurem Leben erreichen, wenn ihr es wollt. Und genau das ist mein Ziel. In diesem Sinne, Leute, ich wünsche einen wunderschönen Tag noch. Wir sehen uns im nächsten Video. Dann wieder mit einem normalen Content, nicht nur so viel Gerede. Und ich hoffe, euch geht es allen gut. Wir wachsen täglich. Herzlich willkommen nochmal alle Neuen. Und wenn du gerade das erste Mal zuschaust, abonnieren nicht vergessen. The shores that I call